Da ist sie ja. Dich habe ich schon gesucht. Na, so. Oh, hallo Freunde, wie geht's denn so? Wollt gerade ein bisschen Kompost wenden. Wollt ihr mitkommen? Jetzt, wie, ihr seid jetzt traurig und habt keine Lust. Ihr seid deprimiert. Der Winter ist so kalt. Der Garten ist tot. Der Tod ist eine Illusion. Hier lebt alles. Schaut doch mal genau hin. Warum habe ich hier die Brille auf? Und dann bin ich hier der Kurzsichtige und Blinde. Schaut genau hin, es lebt doch alles. Der Grünkohl, der wächst, Phacelia, Feldsalat. Die ganzen Pflanzen sind nur in der Winterruhe. Wenn es wärmer ist, dann kommen sie wieder. Die haben alle gute Wurzeln. Und im Kompost, da sind überall Regenwürmer und Bakterien. Die Vögel fliegen, die Natur ist lebendig. Alles ist lebendig. Kommt schon mit. Oh, seid immer noch ein Depriloch. Dann wende ich eben alleine, dann wird mir warm. So. Kommen hier noch kalte Füße und alles mögliche. Schaut euch im Garten um, dann erkennt ihr vielleicht den Sinn des Lebens. Ich habe schon meinen gefunden. Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und auch aus eurem Depri-Loch herausgekommen seid. Heutiges Thema, warum es sich handelt, ist Kompost bzw. Kompost wenden, um die Verrottung zu beschleunigen, auch jetzt hier im Winter. Das ist die sogenannte Berkeley-Methode, so habe ich das mitbekommen. Damals habe ich mir vor einem Jahr ein Video von den Waldgeistern angeschaut, da erklären sie es auch nochmal genauer. Und das ist halt eine wunderbare Methode, innerhalb von weniger als einem Monat fertigen Kompost zu haben, beziehungsweise den ja auch schon auf die Felder mit einzuarbeiten, weil der schon so zersetzt ist von den Mikrobakterien, dass der sich dann letztlich dann auch wirklich in gutem Humus bzw. Mutterboden damit einbringen kann. Für die Kompost habe ich jetzt wirklich einen Monat lang jetzt im Dezember gewendet und da ist es dann wirklich wichtig, die auf 60 Grad hoch zu bekommen, deswegen wendet man die auch, um diese Heißrotte zu erreichen. Das ist halt wirklich ein wesentliches Merkmal, diese Heißrotte 60 Grad zu bekommen, weil dadurch haltet man den Kompost in der mikrobakteriellen Zustand. Das heißt, nur die Mikroorganismen zersetzen den Kompost. Die Regenwürmer ziehen sich da mehr oder weniger zurück, weil es denn zu heiß ist. Und da muss man, der Grund auch, warum man den wendet, ist einerseits die Hitze und andererseits auch Luft in den Kompost zu bekommen, weil aus der Luft holen sich die Mikroorganismen den Stickstoff, beziehungsweise halt einfach Sauerstoff da mit reinbringen, dass die halt die Bakterien da weiter arbeiten können. Und für die Kompost, da habe ich einfach alles mögliche organisches Material genommen. Also ich habe natürlich Mist mit eingearbeitet, dann habe ich noch Laub, das findet man ja auch jetzt zuhauf oder hat man zuhauf gefunden. Da habe ich auch Walnussblätter und Eichenlaub genommen, wegen den Gerbstoffen verrotten die nicht ganz so gut oder sind auch nicht so gut für den Garten. Aber die habe ich jetzt in dem Kompost mit eingearbeitet und nach einer Woche habe ich da schon gar nichts mehr gesehen von dem. Genauso wie im Bokashi, den ich mit einarbeite, also meine Küchenreste, habe ich da auch alles mit reingeworfen. Stroh kann man noch nutzen und Grasschnitt, Heu, also alles mögliche, was man findet, auch Astschnitte habe ich genutzt. Das findet man ja zur Herbstzeit, findet man das ja alles zuhauf. Man muss einfach nur bei eBay Kleinanzeigen schauen oder muss sich mal mit der Gemeinde in Verbindung setzen, auf die Grüngutstellen fahren oder so. Die Leute sind immer froh, wenn jemand das abholt. Und sonst habe ich jetzt hier drei Kompost mit der Methode angesetzt. Zwei sind jetzt so einigermaßen fertig. Die habe ich jetzt 30 Tage wirklich im Einsatz gehabt, habe die alle zwei Tage gewendet. Habe sie auch wirklich auf 60 Grad bekommen für einige Zeit. Da hat es dann auch wirklich gedampft. Jetzt sind sie in so einer Phase, wo sie dann nicht mehr so dampfen. Wo ich die 60 Grad nicht mehr hochbekommen habe, die sind auch schon recht gut verrottet. Die lasse ich jetzt einfach so liegen, lasse sie von den Regenwürmern und anderen Kleinstlebewesen jetzt weiter zersetzen, bis ich sie dann im Frühjahr draußen oder zur Fläche rausbringe, auf meine Beete oder ins Gewächshaus hier. Und
Da habe ich noch die Plane raufgelegt bei den beiden Komposts, weil ich damit auch erreichen wollte, dass wenn jetzt die Sonne strahlt bzw. scheint, dass sich das nochmal erwärmt und dass halt zum Beispiel Frosttage oder kühle Nächte, da hat die minus 5 Grad, dass es dann nicht zu schnell runterkühlt und einfach die Wärme sozusagen, da der ganze Dampf noch mit ja, unter der Plane bleibt. Man kann es zum Beispiel auch im Sommer machen, wenn es trocken ist, weil der muss natürlich auch immer schön gewässert sein, dass man da den auch vor Trockenheit oder Austrocknung schützt, beziehungsweise auch zu starken Niederschlägen ihn einfach vor Ausschwemmungen schützt. Was ich auch gemacht habe, ist zum Beispiel meinen eigenen Urin mit eingebracht und auch Kohljauche, einfach um die Mikrobakterien mit reinzubekommen und dann ja, wirklich auch den Kompost regelmäßig feucht zu halten. Und das ist wirklich eine wunderbare Methode, also wirklich eine sehr schöne Methode, um schnell Humus aufzubauen, auch einen Garten fruchtbar zu machen mit guter Erde. Berkeley-Methode, so hat man im Winter auch wirklich immer was zu tun. Und ich habe da jetzt noch einen Kompost angesetzt, den werde ich jetzt wieder gleich wenden, alle 2 Tage wie immer. Ist halt einfach in dieser Heißrotte-Phase zu behalten. Und das ist auch wirklich eine wunderbare Beschäftigung, vielleicht jetzt auch für euch im Garten. Eine kleine Ablenkung. Und sonst wünsche ich euch wirklich ja, wunderbare und angenehme Tage. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden und Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden und sich auch hier potenzielle Unterstützer für das Projekt finden. Natürlich findet ihr auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung und auch auf meiner Webseite, damit ich auch weiterhin für euch Videos machen darf. Das freut mich immer wieder. Und natürlich auch ja, euch die Entwicklung hier im Garten zeigen darf. Beziehungsweise auch den Verlauf des Projektes. Kommt noch einiges auf euch zu, also seid noch gespannt. In diesem Sinne wünsche ich euch wunderbare, schöne Tage. Genießt den Garten. Der Garten ist schön. Kommt ihr aus dem Depri-Loch raus. Es sind auch die Feiertage. Macht das Beste draus. Geht raus in den Garten. Der Garten ist schön. Sonne scheint. Vögel zwitschern, man muss nur genau hinschauen. Es lebt alles. Wie gesagt, Tod ist eine Illusion. Tod ist eine Illusion. Also sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.